Hallo, mein Name ist Thomas Blondelle. Ich komme aus Belgien, aus der wunderschönen Stadt Brügge. Ich bin hier gerade an der Deutschen Oper Berlin und probe für die neue Produktion Intermezzo, eine fantastische Oper von Richard Strauss, meine 23. Premiere hier am Haus. Meinen ersten Ton auf der Bühne der Deutschen Oper Berlin habe ich gesungen am 1. Januar 2009. Da war ich besetzt als erster Geharnischter in der Zauberflöte. Und in dieser Produktion hier am Haus steht der erste Geharnischter eigentlich nur rum im Dunkeln und bewegt sich gar nicht. Was dazu führte, dass meine Mutter in der Pause mir eine Nachricht schickte und sagte, du warst wunderbar. Ich habe geantwortet, ich war noch gar nicht dran. Und danach ist eine ganze Reihe von absoluten Weirdos gekommen. Loge im Rheingold, der ganz manipulative Feuergott, oder der sadistische Tambourmajor in Wozzeck, der wunderbar hypochondrische Prinz in Liebe zu den drei Orangen, Erik im Holländer naiv verliebt, oder der selbstüberschätzende Eisenstein, der Fledermaus. Mein schönster Bühnentod so far war als Sinovi in Lady Macbeth, wo ich mit einem Fisch erschlagen wurde. Ein ganz besonderer Lieblingsmoment war dann doch nach der ganzen Corona-Pause das Rheingold auf dem Parkdeck, was wir draußen gespielt haben, und alle waren so froh, dass wir endlich wieder spielen durften. Und jetzt im Mai 2024 können wir endlich auch mal wieder den ganz großen Ring spielen, und ich bin da auch wieder als Loge besetzt. Ich freue mich wahnsinnig und freue mich natürlich auch auf mein Debüt als Baron Lummer, der jetzt auch nicht so ganz dicht ist, muss man ehrlich sagen. Eine ganz, ganz wichtige Sache habe ich noch.